Ich bin der Callcenter-Crasher und wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen zu Teil 2 der großen Betrüger-Farce auf meinem Kanal. Falls ihr den ersten Teil am letzten Sonntag noch nicht gehört habt, dann rate ich dringend dazu, erst Teil 1 zu hören, denn es geht immer noch um dieselbe Firma. Schaut einfach in die Playlist, dort findet ihr Teil 1. Heute hört ihr jede Menge Widersprüche und Ausreden, warum man mir kein Geld auszahlen will oder kann. Natürlich habe ich denen kein Geld überwiesen, aber das können die nicht wissen, da das Konto einem eingetragenen Verein gehört und die keinen Zugriff auf das Konto haben. Die Kontonummer des Vereins ist öffentlich im Internet zu lesen. Das Geld haben sie aber trotzdem auf mein Handelskonto gutgeschrieben. In der Regel schreiben sie die erste Einzahlung ab und wollen erst im zweiten Schritt, nachdem man Gewinne vorgegaukelt hat, eine weitere Einzahlung auf ein anderes Konto oder eine Wallet haben. So viel als Vorabinfo und nun das Intro und danach geht der Spaß weiter. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche mit Herrn Sigrid Bürger. Ja, wer ist da bitte? Schönen guten Tag. Ich heiße Sophia Müller. Ich arbeite mit Frau Bauer zusammen. Sie haben ein Handelskonto in unserem Unternehmen. Mit wem arbeiten Sie zusammen? Mit Frau Bauer, Olivia Bauer. Sie ist Ihre Analytikerin. Stimmt das? Ja, ja, natürlich. Super. Frau Bauer, jetzt ist ein Urlaub und weiß ich nicht, wann kann sie mit Ihnen weiterarbeiten, aber bis diese Zeit, ich werde Sie gerne unterstützen. Ja, hat Frau Bauer Sie informiert über das, was wir besprochen haben? Noch nicht. Also ich habe natürlich einige Informationen, aber es ist zu wenig. Gut, welche Informationen haben Sie denn? Moment, noch einmal, ich heiße Sophia Müller. Das haben Sie bereits gesagt. Wir zusammenarbeiten. Welche Informationen haben Sie denn? Ich weiß das. Moment. Ja? Also ich weiß nur so, Sie möchten mit Rohstoffen arbeiten, nur mit Rohstoffen handeln. Und mehr wissen Sie nicht? Nein, denn Sie haben noch keine Informationen geschickt. Was? Unterlagen. Was? Sie haben noch keine Informationen an uns geschickt. Ihr Handelskonto ist noch nicht verifiziert. Doch, natürlich. Das ist verifiziert und genau. Sie handeln bereits für mich. Nein. Doch. Sie handeln bereits für mich. Sie haben also keinerlei. Sie haben also keinerlei Informationen. Wie steht denn mein Handelskonto aktuell? Moment. Ja. Jetzt haben Sie auf Ihr Handelskonto. Ja. 20.000. 21.000 Dollar. Stimmt das? Ja gut, okay. Und? Und müssen Sie Ihr Handelskonto verifizieren, Herr Siegelberger? Den müssen Sie bestätigen, dass Sie kein Roboter sind, dass Sie existieren und müssen Sie Ihre Identität prüfen. Wir müssen Ihre Identität prüfen. Sie telefonieren doch gerade mit mir. Bin ich ein Roboter? Nein. Ja, ich also. Glaube, nein. Aber es ist egal, was glaube ich. Wir sprechen jetzt über Behörden, von Finanzamt, von Empfehlungen und Waffen. Bitte aber was? Wir sind ein lizenziertes Unternehmen und arbeiten nach allen Regeln und Gesetzen. Alle Kunden müssen ihre Identität prüfen, also bestätigen, dass diese Leute existieren und so weiter. Es ist Regeln. In Deutschland es ist eine obligatorische Sache, wenn möchten Sie auf dem Finanzmarkt arbeiten. Ich weiß, dass Sie schon Erfahrung haben, richtig? Natürlich, aber Ihre Kollegin hat das ja noch gar nicht erfragt. Moment. Nicht Moment. Ihre Kollegin hat das ja noch gar nicht angefordert. Das weiß ich nicht, aber schauen Sie. Ja eben, Sie haben keinerlei Informationen, richtig. Herr Siegelbürger, wenn haben Sie irgendwas andere Kryptowährungen, Bitpanda, Bitcoin, also Coinbase und so weiter, Binance, müssen Sie verstehen,
Also auf alle diese Plattformen gibt es einen Verifizierungsprozess. Das ist Ja, eine aber richtig. obligatorische Sache, wenn Menschen auf dem Finanzmarkt arbeiten. Aber ich handel doch gar nicht mit Kryptos. Es ist egal, müssen Sie Nee, das ist nicht bestätigen. egal. Müssen Ich Sie. handel mit Nein, es Rohstoffen ist und egal, dann müssen darf Sie. ich bitte Sie ausreden? Darf müssen ich bitte Ihren. ausreden? Sie unterbrechen mich Kann dauernd. ich. Ich handle mit Okay. Rohstoffen und dafür brauche ich keine Kryptos und dafür brauche ich kein Binance oder Kraken oder sonst was. Ich verstehe Sie mich. Nein, ich sage nicht, dass Sie brauchen es. Ja, Darf ich eben. fragen, haben Sie schon Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Natürlich habe ich Erfahrung. Gut, darf ich fragen, welche Erfahrung war es? Also haben Sie Oh, damit gearbeitet oder nicht? ich habe wenig Lust, mit Ihnen das Ganze nochmal durchzukauen. Wenn Sie in Ihrer Firma so schlecht vernetzt sind, dass Ihre Kollegin Ihnen meine Informationen gar nicht weitergegeben hat, dann macht es wenig Sinn. Nein, Sie haben. Moment, Herr Siegelberger. Sie wissen gar Meine nichts über Kollegin das, Frau was Bauer ich. hat Ihnen gesagt, das müssen Sie Nein, Verifizierungsprozess hat sie nicht abschließen. gesagt. Aber Sie, nein, also ich sehe es in meinem System, dass Ja. Frau Bauer hat es gesagt, aber Nein, Sie hat sie haben nicht es gesagt. abgelehnt. Hat sie nicht Sie ist gesagt. gesagt. Hat sie nicht gesagt. Das sehen Sie in dem System, aber gesagt hat sie das nicht. Okay. Dann ich werde später diese Frage klären mit Frau Bauer. Okay, Gut. aber auf jeden Fall. Okay, Ja, aber auf jeden Fall wie müssen Sie sieht. bestätigen, dass Sie existieren. Schauen Sie, Moment, ich möchte nur erklären. Ich brauche es gar nicht. Ich werde Ihre Unterlagen nicht sehen. Nur, aber müssen Sie verstehen, wir arbeiten nach allen Regeln und Gesetzen. Einmal pro Quartal, also einmal pro 3 Monate, werden ständig kontrolliert von verschiedenen Behörden, FCA und BaFin. Und Inspektoren von BaFin, FCA und Finanzamt einmal pro Quartal prüfen alle Unterlagen und unsere Arbeit. Und diese Behörden haben Zugang, diese Inspektoren haben Zugang zu unserem System. Wo können Sie alle Unterlagen von unseren Kunden sehen? Nur für Finanzamt müssen Sie bestätigen, dass Sie existieren. Das ist Ihr Handelskonto. Ich brauche es gar nicht. Ich habe keinen Zugang. Ich werde gar nicht sehen. Wenn werden Sie Fälle machen oder etwas so, werden es nur Sie sehen und Inspektoren vom Finanzamt, BaFin und FCA. Ich brauche es nicht, aber es ist Sie wiederholen sich. Blockchain-System. Sie Es wiederholen ist sich. eine obligatorische, Herr Warum Siegelböger, es ist eine sagen Sie, dauert obligatorische Sache. dasselbe? Es ist Sie haben das jetzt schon noch mehrfach einmal bitte. erwähnt. Sie haben das jetzt schon mehrfach wiederholt. Warum wiederholen Sie sich bitte? Warum? Ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Doch, ich verstehe Sie sehr gut, trotz Ihres schlechten Deutsches. Super, dann ich werde nicht wiederholen. Gut, also hat Ihre Kollegin, die hat ja nun mehrfach angedeutet oder angeboten, dass ich eine Auszahlung machen kann von meinem Konto. Wissen Sie darüber Bescheid? Können Sie bitte wiederholen? Habe ich nicht gehört. Ja, Entschuldigung. das liegt an Ihrem perfekten Deutsch. Ihre Kollegin, Frau Bauer, hat mehrfach angeboten, dass ich eine Auszahlung machen kann von meinem Handelskonto. Wissen Sie darüber Bescheid? Ich verstehe es nicht Ich über versuche es jetzt Ihre nochmal. Profite, oder? Hallo, ich versuche es jetzt nochmal in klarem Deutsch. Ihre Kollegin, Frau Bauer, hat angeboten, dass ich von meinem Handelskonto eine Auszahlung machen kann. Wissen Sie Ja, darüber okay. Bescheid? Nein. Ja, gut. So, dann möchte ich jetzt bitte eine Auszahlung von meinem Handelskonto machen. Ja, beginnen Sie nicht. Warum nicht? Es ist unmöglich. Ihr Ja, Handelskonto ist warum nicht? noch nicht. Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiviert. Doch, es ist aktiviert. Es läuft doch. Ich habe doch Nein, 20.000 Euro drauf. nein, Doch. nein, Doch. nein. Doch. Sven, bestätigen Sie, dass Sie existieren. Sie bestätigen Gut. Ihre Identität. Sie schicken Gut. Unterlagen und wir sehen, dass Sie kein Roboter sind. Ich habe Den, schon gesagt, dass Sie. viermal, Darf, ich hallo, brauche Ihre hallo, Unterlagen gar hallo, nicht. hallo. Mal Kann nicht. ich reden Mal, oder nein, nein? Sie Hallo, wiederholen sich Herr doch dauernd. Siegelböger, Hallo, darf ich was mal machen reden? Sie jetzt? Darf ich mal reden? Schreien Sie bitte Ich nicht, schreie okay? nicht, ich schreie nicht. Ich muss nur Ihren Redefluss unterbrechen, weil Sie sabbeln und sabbeln. Also, was brauchen Sie zur Verifikation?
Sie müssen also Ihr Handelskonto, Ihr Ausweis von Rückseite hochladen und Ihre IBAN-Nummer, auf welche möchten Sie Ihr Geld abheben. Die IBAN-Nummer, die habe ich Ihnen doch, von dem Konto ist doch das Geld gekommen. Die IBAN-Nummer haben Sie doch. Haben Sie als Dokument Ihr IBAN-Nummer hochgeladen? Nein, Geschickt? ich habe von. Dann wie kann es Darf ich haben? bitte mal ausreden? Ich habe auf Ihr Konto mit meiner IBAN überwiesen. Daher wissen Sie doch, woher meine IBAN kommt. Außerdem habe ich Ihnen einen Überweisungsbeleg geschickt. Da auch da ist die IBAN-Nummer zu lesen. Wissen Sie, ich kann nicht alle Transaktionen jetzt nachfolgen und suchen Ihre IBAN-Nummer. Müssen Sie als Unterlagen es hochladen, bitte schön. Nein, das muss ich Ausweis nicht. und IBAN-Nummer. Ja, nein, die Dann IBAN-Nummer. wie können, dann wie möchten Sie Ihr Geld abheben? Es muss Ihre IBAN-Nummer sein. Ja, haben Sie. Sie haben doch Es ist meine. Regen, es ist nicht Lassen Sie mich Feierabend. doch mal ausreden! Immer dieses Unterbrechen! Also, jetzt ganz leise und langsam, damit auch Sie es verstehen. Sie haben von mir einen Überweisungsbeleg bekommen. Den haben Sie bekommen, ja oder nein? Hallo. Schreien Sie bitte Jetzt nicht, okay? Ich antworten. werde Jetzt also auf antworten auf diese meine Weise. Frage. Schreien Sie bitte nicht. Jetzt an. Ich schreie nicht. Ich habe. Nein, Sie werden. Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Ich habe Ihnen lediglich den ge Ich laut wollte Sie gerettet. reden jetzt. Lassen Sie Hallo. mich doch mal ausreden! Warum unterbrechen Sie mich dauernd? Schreien Sie bitte Ich nicht. Hallo, unterbreche Sie alles doch klar mit mir nicht. bei Sie Ihnen? unterbrechen mich doch dauernd und deswegen werde ich lauter. Lassen Sie mich einmal einen Satz zu Ende bringen. Ist das klar? Also, können wir in der Ruhe reden? Ja, Schreien Sie das habe mich ich nicht. mehrfach versucht, aber Sie haben mich dauernd unterbrochen. Darf ich jetzt Bei unserem einmal, Gespräch reden wir darf als ich mal Team. bitte einmal einen Satz zu Ende bringen, ohne dass Sie mich unterbrechen? Natürlich können Sie aber reden, aber Gut. schreien Sie bitte Gut, nicht. dann halten Sie jetzt den Mund. Also, ich habe Ihnen einen Überweisungsbeleg geschickt und mein Geld ist bei Ihnen eingegangen. Das haben Sie mir bestätigt. Daher wissen Sie doch meine IBAN-Nummer. Sie brauchen ja nur Ihren Kontoauszügen nachgucken oder auf dem Überweisungsbeleg. Da steht das drin. Kann ich schon reden? Ja. Schauen Sie, ich kann nicht alle Transaktionen verfolgen. Es ist Es obligatorische ist nur Sache. eine Transaktion. Ich sehe Ihre Unterlagen nicht. Ich kann gar nicht auf Ihr Handelskonto hochladen. Müssen Sie es selbst machen. Ich brauche Ihre IBAN-Nummer nicht. Aber es muss im System sein. Die ist Sie im müssen es System. hochladen. Die ist im Nein. System. Doch ist es. Ich habe Ihnen den Überweisungsbeleg geschickt. Und wenn Sie diesen Überweisungsbeleg nicht speichern, dann ist es nicht mein Problem. Das ist dann Ihre Nachlässigkeit. Sie hören mich nicht. Doch, ich höre Sie Ich kann gut. gar nicht. Ich kann gar nicht auf Ihr Handelskonto hochladen. Ich Ich muss kann es ja gar auch nicht nicht. hochladen. Sie Verstehen haben Sie? es in Ihrem System doch drin. Ich habe es Ihnen Nur geschickt. Sie haben Zugang. Nur Sie haben Zugang zu Ihrem Handelskonto. Nur Sie können Ihre Unterlagen hochladen. Gut, dann gehen wir jetzt auf mein Handelskonto. So, dann schauen wir doch mal. Ach, mein Gott. So. Entschuldigung, aber es gibt solche Regeln. Ja, gut, da, zu den Regeln kommen wir später. Wir müssen auch mit Ihnen Kryptokonto installieren. Wissen Sie Nein, es? brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir? Ich habe nicht mit Kryptos gehandelt. Ich brauche kein Es ist Kryptokonto. egal, aber Sie Nee, das arbeiten auf ist dem Finanzmarkt. nicht nötig. Wenn ich mit Aktien arbeite, da brauche ich kein Es ist Kryptokonto. ein Muss. Es ist ein Muss. Es Nein, ist das ein ist Muss. kein Muss. Ich arbeite schon auf dem Sie Finanzmarkt. haben Ihr Geld in Kryptowährungen. Nein, Wie habe möchten ich Sie Ihr nicht. Geld abheben? Habe ich nicht in Kryptowährungen. Nein, habe ich nicht. Ich habe nie Kryptowährung gehandelt. Ich habe Haben Sie? Rohstoffe gehandelt. Sie sehen doch gar nicht mein Haben Konto. Sie?
Sie müssen nicht dauernd haben, Sie sagen. Nein, ich habe nichts mit Kryptos gemacht. Ich habe Rohstoffe gehandelt. Dazu brauche ich keine Kryptos. Sie unterbrechen mich schon wieder. Halten Sie doch einfach mal den Mund. Ich Hallo, seien Sie habe. bitte nicht ganz höflich, können Ja, Sie höflich sprechen, denn ich ich bin verstehe sehr Sie. höflich, aber Sie hören mir nicht zu. Nein. Sie unterbrechen mich dauernd nicht, Sie unterbrechen mich dauernd. Und dann soll ich noch höflich sein, wenn Sie mich dauernd Ich werde Sie unterbrechen und schon unterbrechen, wieder Herr Reinhold, unterbrechen Sie mich gleich. schon wieder. Höflich sprechen Sie Sie bitte, sind, okay? ich rede so höflich, wie ich nur kann. Sie können Sie nicht kennen dich. schreien. Ja gut, Hallo. ich schreie doch gar nicht. Das ist meine normale Stimme. Also, was Ja, ist nun? ich höre Sie. Ja, aber Sie unterbrechen mich doch dauernd. Ich werde nicht unterbrechen. Ja, das haben Sie Wegen schon Sie. mehrfach gesagt. So, wo muss ich jetzt die Sachen hochladen? Haben Sie Ihr Handelskonto geöffnet? Ja. Sehen Sie oben links drei gelbe Linien. Drei gelbe Linien? Nee. Was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Mein Handelskonto. Ja, welche Seite? Mein Handelskonto, das ist die Startseite meines Handelskontos. Ich verstehe. Okay. Sehen Sie, wo steht Kontostand? Oder sehen Sie Grafik? Ich sehe die Grafik. Klicken Sie bitte oben rechts auf menschliche Figur. Oben rechts menschliche Figur, okay. So, und dann? Jetzt müssen Sie oben links sehen, wo steht Anzahlung tätigen, Dashboard, persönliche Daten, die Auszahlung Ich und verstehe Sie Individuelle leider schlecht. Kreditbuch. Können Sie bitte langsamer und deutlicher reden? Nach links sehen Sie, wo steht Einzahlung tätigen. Nee, links steht nicht Einzahlung stetigen. Da Was steht sehen Sie? Dashboard, persönliche Daten, die Auszahlung, Identitätsprüfung, Konto verwalten. Da steht. Identität. Klicken Sie bitte auf Identitätsprüfung. Ja, gut, okay. Und Jetzt dann? Sie sehen, wo sehen Sie? Jetzt müssen Sie sehen, wo steht Hochladen Ausweis, Ja. Hochladen Nachweis des Wohnsitzes und Das steht Hochladen ja. Kreditkarte. Ja, gut, eine Kreditkarte habe ich ja gar nicht. Also, Kreditkarte habe ich nicht. Ich habe ja auch per. Was? Darf ich bitte ausreden, ohne dass Sie mich unterbrechen? Ich habe mit einer Überweisung überwiesen. Dazu brauche ich keine Kreditkarte. Richtig? Ja, wo steht Hochladen Ausweis? Müssen Sie Vorseite hochladen. Wo steht Hochladen Nachweis der Wohnsitz? Das ist nicht obligatorisch, also müssen Sie dann Rückseite hochladen. Und wo steht Kreditkarte? Können Sie ein Foto von Ihrer IBAN-Nummer hochladen? Ein Foto von der IBAN-Nummer. Es ist, wie Sie wünschen. Wir können Sie einfach Sie IBAN-Nummer haben eingeben, dort können Sie. Wenn nein, Sie können einfach ein Foto gemacht. doch meine IBAN schon bekommen. Aber ich überweise, ich Aber ich kann darf ich nicht bitte mal hochladen. ausreden? Sie unterbrechen mich schon wieder. Es ist sehr Es nervig ist mit Ihnen. genug. Es ist was genug? Ich verstehe Nein, Sie sind leider Sie nicht. okay. Leider. Ja, genau, leider, richtig. Also, Also, ich höre Sie. ja, gut, prima, so, dann haben wir das eine. Ich habe es per Drag and Drop, so. Und das zweite. So. Und wie gesagt, Kreditkarte habe ich nicht, meine IBAN haben Sie ja. Da müsst Sie ja nur mal reinschauen. Soll ich da noch mal meinen Überweisungsbeleg hochladen oder was wollen wir machen? Können Sie Beweisungsbeleg hochladen? Es ist egal, es ist obligatorisch. Dort muss Ihre IBAN-Nummer sein. Es ist wichtig, IBAN-Nummer. Ja, steht ja drauf, obwohl Sie sie schon haben. So, alles hochgeladen. Haben Sie es gemacht? Ja, sagte ich bereits. Okay, Moment.
Also noch einmal, haben Sie Ihre Unterlagen schon hochgeladen? Verstehen Sie schlecht? Ich sagte, ich habe es hochgeladen. Okay, Moment, ich prüfe schon in meinem System. Okay, super. Jetzt yes, Ihr Handelskonto ist schon verifiziert. Gut. Noch nicht, also ich sehe, dass dort steht Pending. Ja, Also gut. müssen Sie einfach warten. Ein bisschen warten. Ja, dann warte ich einfach. Moment. Gut, herzliche Bürger. Jetzt müssen wir mit Ihnen Kryptokonto installieren. Nein, brauchen wir nicht, weil ich keine Kryptos habe. Ich habe nicht mit Kryptos gehandelt. Nein, ich habe mit einer Überweisung in Euro überwiesen und ich möchte auch bitte Euro zurückhaben und ich brauche keine Kryptos. Kann ich schon reden? Ja, können Sie reden. Okay. Ich möchte jetzt erklären, wie läuft die Arbeit auf dem Finanzmarkt. Es ist egal, mit welcher Vermögenswerte arbeiten Sie. Rohstoffen, Kryptowährungen, Währungen oder Aktien. Es ist egal. Aber es ist Finanzmarkt. Finanzmarkt, es ist Online-Handlung. Handeln Sie online, mit Online-Geld. Online-Geld, es ist Kryptowährungen. Sie Nein, ist können nicht so. nur mit... Nein, es ist so. Nein, ist nicht so. Immer. Nein. Ich Herzliche Bürger, arbeite wenn schon, möchten Sie Ihr Geld. ich arbeite schon auf dem Finanzmarkt, nämlich mit Aktien und mit Rohstoffen. Und dazu brauche ich keine Bitcoins oder Kryptowährungen. Ich arbeite schon auf dem Finanzmarkt. Yes, ich kann nicht ausreden. Ja, weil Sie Schwachsinn reden. Ich brauche für den Finanzmarkt keine Kryptos. Kann ich ausreden? Ja, schon, dann informieren Sie sich mal. Nur einmal. Arbeit auf dem Finanzmarkt ist nur mit der Kryptowährungen. Nein. Es ist egal, mit welchen Vermögenswerten handeln Sie. Aber bekommen Sie dieses Geld in Kryptowährungen? Müssen Sie Kryptowallet haben, um dieses Geld von Kryptowährungen ins Euro konvertieren und dann auf Ihr Bankkonto zu schicken? Dazu brauchen Sie Kryptowallet. Es ist nichts Schlimmes. Es ist normales Konto. Es funktioniert so etwas wie Transitkonto. Dort werden Sie Geld konvertieren und auf Ihr Bankkonto auszahlen. So, also erstmal. Mehr brauchen Sie nicht. So, darf ich jetzt wieder? Ja. Genau, also ich arbeite schon seit Jahren mit Aktien, ich arbeite seit Jahren mit Rohstoffen und dazu braucht man kein Krypto. Sie wollen unbedingt, ich kann also eine Auszahlung nur machen, wenn ich ein Kryptokonto habe. Ist das richtig? Verstehe ich Sie da richtig? Hallo. Okay, aber schauen Sie, aber schauen Ich Sie, habe gerade Sie etwas arbeiten. gefragt. Herzliche Bürger, wir arbeiten auf deutsche Börse. Dort können Sie Ihr Geld nur im Kryptowährungen Habe ich erhalten. Augenblick, Müssen Sie Kryptowallet haben? beantworten Sie doch erstmal meine Frage. Sie haben jetzt Welche gesagt, Frage? ja, Sie haben gar nicht zugehört, ist mir klar. Also ich kann mein Geld nur von meinem Handelskonto runterladen, abziehen, wenn ich ein Kryptokonto habe. Verstehe ich Sie da richtig? Ja. Okay, wenn ich Ihnen jetzt ein Kryptokonto gebe, eine Wallet, dann kann ich also in Krypto mein Geld runterladen. Ist das richtig? Ja, es kann auch sein. Wie nicht kann Also da sein, müssen ja Sie oder tatsächlich. nein? Nicht kann sein. Wir müssen. Es hängt von Ihrer Kryptowallet ab. Ja, ich habe eine Welche Krypto. Kryptowallet nutzen? Ich habe eine Wallet Welche Krypto? von Binance. Binance. Richtig. Okay, also wir können versuchen, erste Auszahlung tätigen oder Einzahlung und werden wir sehen, Ich will keine funktioniert oder Einzahlung nein. machen, ich habe eingezahlt. Ich möchte eine Auszahlung. Das wurde mir von Ihrer Kollegin ja auch zugesagt und mehrfach angeboten. Gut.
Darf ich fragen, welche Summe möchten Sie abheben? Ja, ich würde sagen, ich versuch's mal. Die Einlage lasse ich drin, die 2.800 €. Und ich würde mal sagen, ich versuch's mal mit der Hälfte des Gewinnes. Den Rest lasse ich auf Ihrem Konto drauf. Okay, dann machen wir so. Ich mache jetzt eine Anfrage zu meiner Finanzabteilung, ob können wir Binance nutzen. Okay? Natürlich können Sie. Sie haben doch vorhin selber gesagt, Binance, Kraken, die haben Sie alle selber gesagt vorhin. Jetzt kommen Ich Sie habe nicht. das gesagt. Ja, genau, Sie haben es gesagt. Also können Sie auch Binance nutzen. Gefragt. Nee, Sie haben gesagt, gefragt nach einer. Ja. Ja, genau. Ich habe gefragt, welche Wallet nutzen Sie? Und zum Nein, Beispiel Sie. habe ich gesagt, Binance, Kraken, Bitpanda, also alle Kryptowallets. Ich Nein, habe nur gefragt, nein, welche nutzen Sie? Sie haben vorhin gesagt, haben Sie eine Kryptowallet bei Binance, Kraken und so weiter. Das haben Sie Ja, ich habe gefragt. gefragt. Ja, gut. Richtig. Dann fragen Sie jetzt nach, ob eine Binance Wallet geht. Ich warte an der Leitung. Gut. Darf ich auch fragen, jetzt, mit welchen Rohstoffen möchten Sie arbeiten? Das hatte ich Ihrer Kollegin schon gesagt. Hat sie das nicht mitgeteilt? Nein. Oh, Leider nein. ja, das ist Ihre schlechte Kommunikation. Das ist fürchterlich. Kann sein, Ich entschuldigen Sie bitte. Wenn soll ich es Ihnen sagen? es nicht so. Ja, können Sie ausreden. Ja, natürlich. Ja, Ich ich höre möchte Sie. gerne mit Dysprosium, Gallium, Germanium, Hafnium, Indium, Neodym, Praseodym, Rhenium, Tellur und Terbium arbeiten. Aha, verstanden. Gut. Sind Bitte? Ich höre Sie leider nicht. Ich höre Sie leider nicht mehr. Hallo? 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 Hallo, ist Ihr Telefon kaputt? Hallo. Na, dann warten wir mal, bis Sie Ihr Telefon repariert haben. Und zu Ende. Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja? Hallo, Herr Siegelberger, hören Sie mich? Ja. Super. Also können wir weitermachen, ja? Natürlich. Ja. Ich habe schon eine Antwort von meiner Finanzabteilung bekommen. Also leider können Sie nicht mit Binance arbeiten. Warum nicht? Unmöglich. Müssen Sie Kryptocom installieren oder Kraken. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Warum? Das ist Warum? völlig, das ist völlig unlogisch, unnötig. Ich fürchte gerade, dass Sie irgendwie nicht legal arbeiten. Warum? Das sagte ich Ihnen gerade. Das ist völlig unlogisch. Ich habe in Bitcoin, Warum? wenn ich ausreden darf, ich habe in Ja, Euro, gerne das. ja, ohne dazwischenreden bitte. Ich habe in Euro überwiesen und ich möchte gerne in Euro zurückhalten. Mit Krypto hat das gar nichts zu tun. Ich arbeite schon an der Börse, ich arbeite mit Rohstoffen, ich arbeite mit Aktien und dazu sind keine Kryptokonten nötig. Ich arbeite seit Jahren auf der Börse. Ja, das verstehe ich, aber Gut. leider können Sie Ihr Geld nur im Kryptowährungen erhalten, Gut, und ich habe Ihnen ein das Konto haben. Kryptokonto, ich habe Ihnen ein Kryptokonto genannt. Ja, das verstehe ich, Sie haben Binance, aber leider können Sie nicht mit Binance arbeiten, nur mit Doch können wir. Kryptokonto, mit Kraken oder mit Krypto kommen. Nein, das ist nicht richtig. Krypto ist egal, bei wem ich das Konto habe. Das ist völlig egal. Darf ich fragen, warum möchten Sie nicht diese Wallet installieren? Haben Sie Ich habe Angst? eine Wallet. Ich brauche keine zweite Wallet.
Aber es ist ganz einfach, es ist ganz schnell. Ich, Warum? Es ist nee, schwierig zu ich verstehen. habe eine Wallet. Ich habe eine Wallet, die ist verifiziert und deswegen arbeite ich nur Ich mit dieser Wallet. verstehe, Ich ja. brauche keine zweite Wallet. Es ist egal, wo man eine Wallet hat. Kryptos-Wallets, die verifiziert sind, die sind überall gültig. Ich verstehe Weltweit. es sehr gut. Gut. Ich verstehe sie sehr gut. Es ist natürlich ein bisschen kompliziert für sie zu Nein, das verstehen. ist, nein, Aber das ist sehr leider. einfach. Es ist für Sie wahrscheinlich kompliziert zu verstehen. Wahrscheinlich kann sein. Aber auf Genau. jeden Fall, ich habe eine Antwort von meiner Finanzabteilung erhalten. Und können wir nur mit Kraken oder Kryptos Nein, können arbeiten? wir nicht. Können wir nicht. Ja, darf ich fragen, warum haben Sie so, warum Weil ich reagieren Sie so negativ? mich auskenne Es in dem kann Bereich. ich Ich kenne. ausreden? Ja, natürlich, gut. Danke. Schauen Sie, es dauert ganz schnell. Kryptocom können Sie in 10 Minuten installieren und einrichten. Abheben Sie dieses Geld und können Sie löschen, können Sie weiterhaben. Es ist egal. Aber Kryptocom, es ist natürlich eine gute Kryptowallet. Es ist eine die beste Kryptowallet in Deutschland. Es ist sichere Nein, Kryptowallet, so nein. gleich wie Binance. Ja, eben. Es ist das gleiche wie Binance. Krypto-Wallets sind egal wo immer gültig. Egal wo. Binance ist weltweit gültig. Nur bei Ihrer Firma nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht, denn ich habe Ja, viele Kunden, die haben früher genau, mit Sie wissen Binance es nicht, gearbeitet. richtig. Sie wissen es nicht, das ist das Problem. Kann Ich ich weiß ausreden? es. Ich weiß es im Gegensatz zu Ihnen. Ich habe ein paar Kunden, die haben mit Binance gearbeitet. Aber jetzt habe ich eine Antwort von meiner Finanzabteilung bekommen, dass jetzt es unmöglich ist. Nein, das ist nicht unmöglich. Binance ist überall anerkannt, nur bei Ihrer Firma nicht. Und Sie können nicht in Bei uns ist Euro, er auch erkannt. Sie können nicht in Euro zurücküberweisen, Sie können nicht auf Binance in Kryptos zurücküberweisen. Ich fürchte langsam, dass Sie gar nicht legal sind. Weil jede legale Firma, ich arbeite schon auf der Börse, jede legale Firma kann das machen. Mein Gott, ich habe eine Ja. Antwort von meiner Finanzabteilung Ja. Dann erhalten. geben Sie mir Ich bitte weiß mal die nicht warum, aber Finanzabteilung. leider es ist Geben Sie mir unmöglich. bitte mal die Darf ich fragen? Finanzabteilung. Geben Sie mir bitte mal die Kann ich Finanzabteilung. nicht. Können Sie Also nicht? schauen Sie, es gibt keinen Grund zu Doch. streiten Nee, oder zu na, doch. schreien. Es gibt einen Grund zu streiten, wenn Sie mir mein Geld und, vorenthalten. Warum sind Sie so negativ? Warum können wir Weil Sie mir. einfach in der Ruhe nicht arbeiten? Warum lassen Sie streiten Sie und mir mein schreien? Geld vorenthalten. Deswegen bin ich genervt. Wie lassen Sie mich nicht an mein Geld ran? Ich habe Es Ihnen gibt alles gegeben. verschiedene Regeln, aber Sie möchten nicht, gar Nein, nichts machen. Nur jetzt haben Sie Ihre es gibt Unterlagen in den weltweit die Koffer Regel, gehabt. dass Jetzt Binance möchten Sie anerkannt nicht wird. Kryptowallet installieren. Weltweit. Weltweit. Ich brauche kein weiteres Krypto-Wallet. Ich habe ein Krypto-Wallet und Sie geben mir mein Geld nicht. Das heißt, Sie arbeiten gar nicht legal, richtig? Nein. Doch, das ist so. Okay, können Sie mir. Sie lassen mich mal nicht an mein eigenes Geld ran. Geben Sie mir bitte 24 Stunden und ich werde versuchen, mit Finanzabteilung noch einmal die Situation besprechen und finden. Also ich glaube, werden Sie dann Binance müssen. Wenn es ein Problem für Sie, kein anderes Weg. Müssen wir etwas zu tun und werden Sie Binance nutzen, okay? Ich habe Binance und ich nehme nur Binance Super. oder Euro. Mehr gibt es nicht. Ansonsten sind sie illegal und ich werde dann mit meiner großen Investition, die ich mit Ihrer Kollegin besprochen habe, ich habe meine Firma verkauft, da wollte ich dann einen Großteil bis zu 2 Millionen Euro investieren, aber ich bezweifle, dass ich das bei Ihrer Firma machen kann, wenn Sie wieder Euros zurücküberweisen oder Kryptos zurücküberweisen. Das werde ich dann nicht bei Ihrer Firma machen, sondern bei einer anderen Firma, die schon gezahlt hat. Ich habe gleichzeitig bei Ihrer Firma und bei einer anderen Firma investiert. Die andere Firma hat Binance hat einmal auf Euro zurücküberwiesen, problemlos, und einen kleinen Betrag auch als Krypto zurücküberwiesen. Nur Ihre Firma weigert sich.
Also werde ich mit meiner großen Investition sicherlich nicht bei Ihnen anfangen, wenn Sie diese kleine Summe schon gar nicht zurücküberweisen können. Das halten Sie Ihrer Finanzabteilung vor und dann höre ich in den nächsten 24 Stunden von Ihnen bitte per E-Mail, ja? Okay, gut. Dann kann ich eine Frage stellen. Möchten Sie 2.800 abheben? Das ist Nein, egal. nein. In Euro oder in... Was, nein? Ich Dann wie viel möchten Sie auszahlen? möchte, 2.800 war die Einlage, die ich gemacht habe, was ich überwiesen habe. Ich möchte gerne einen Großteil meines Gewinnes zurückerhalten. Okay, welche Summe? Ja, ich habe ja vorhin gesagt, 10.000 oder so für den Anfang. 10.000 Euro. Zum Beispiel. Aber das überlege ich mir noch genauer, je nachdem, wie Sie sich verhalten. Darf ich dann fragen, wie möchten Sie weiterarbeiten? Das kommt darauf, Möchten Sie eine auszahlen? das habe ich Ihnen gerade gesagt. Ich werde weiterarbeiten, wenn ich sehe, wie Sie sich verhalten als Firma. Momentan arbeiten Sie Ja. nicht so seriös tatsächlich. Sie lassen mich an mein eigenes Geld nicht ran. Möchte ich fragen? Okay, das habe ich verstanden. Gut. Gut. Jetzt möchte ich so fragen: Machen Sie Ihre erste Auszahlung und dann möchten Sie 2 Millionen Euro einlagen, einfügen, Wenn Ihre Firma, investieren oder was? wenn Sie seriös sind, natürlich. Ich suche nach einem seriösen Partner. Momentan sind Sie nicht seriös, weil Sie mich an mein Geld nicht ranlassen. Ich hatte Ja, erst aber Sie gesagt, haben doch. ich hatte meine Firma verkauft und hatte vorher eine gute Rechnung erhalten von 150.000 Euro. 75.000 Euro habe ich bei der anderen Firma investiert und 75.000 hätte ich dann bei Ihnen investiert für den Anfang. Der Firmenverkauf liegt momentan noch beim Notar. So 3,5 Millionen habe ich gewonnen oder habe ich daran verdient. Und davon möchte ich einen Großteil investieren. Das kommt jetzt darauf an, ob ich an mein Geld rankomme oder ob Sie sich weiterhin weigern. Davon ist es jetzt abhängig. Verstanden. Gut. Darf ich dann auch fragen, warum arbeiten Sie jetzt nicht mit dieser zweiten Firma? Warum haben Sie einen Teil des Ich Geldes in kann diese ich zweite kann Firma nicht investiert? kann ich Ihnen gleich sagen. Ich streue meine Investitionen. Das heißt, ich arbeite mit mehreren Firmen. Mit der anderen Firma arbeite ich auch schon. Die haben schon 75.000 Dollar oder nein, Euro bekommen. Von dieser Firma. Nein, von meiner Rechnung, die ich bekommen habe. Der Firmenverkauf ist noch gar nicht fertig. Das mit den 3,5 Millionen, das ist noch nicht alles noch beim Notar. Aha, das heißt, warten Sie auf dieses Geld und dann werden Sie investieren. Richtig, das warte ich. Da warte ich, genau. Gut. Und arbeiten Sie jetzt mit uns und mit einer anderen Firma? Nur mit einer oder mit zwei, drei? Mit Na, welchen Firmen arbeiten Sie? ich arbeite mit Rohstoffen noch mit anderen Firmen, mit Aktien anderen Firmen. Wie gesagt, ich streue meine Investments sehr breit. Also allgemein arbeiten Sie mit drei Firmen. Nein, noch mit mehr Firmen. Noch einmal bitte. Ich arbeite noch mehr mit mehreren Firmen, weil ich meine Investitionen Aha. sehr breit streue. Sehr interessant. Genau, ich bin ein Okay. Investor. Das klingt schon. Das ist auch gut, dass Sind Sie, das suchen Sie natürlich eine zugelassene Firma und möchten Sie sicher Ihr Geld investieren. Richtig. Ja, es ist sehr toll. Genau. Haben Sie, machen Sie Und sehr gut. wenn Ihre Firma weder Binance akzeptiert noch Euros zurückzahlen will, dann sehe ich da schwarz für Ihre Firma. Sie können ja jetzt mal bei Ihrer Finanzabteilung nachfragen und dann erwarte ich morgen innerhalb der nächsten 24 Stunden eine Nachricht von Ihnen und dann wird sich zeigen, ob ich bei Ihnen weiter investiere oder eben nicht. Das ist nicht dann an Ihnen. Okay. Und letzte Frage nur. Möchten Sie diese 10.000 Euro in Euro oder in Kryptowährungen auszahlen? Oder ist es egal für Sie? Ich hatte erst mal gesagt Euro. Und Sie haben ja gesagt, Euro Gut. geht nicht. Ja, doch, Euro geht. Andere Firmen können Euro zurückzahlen.
Deswegen habe ich ja den Überweisungsbeleg hochgeladen mit meiner Kontonummer. Besser ist Euro. Ja, gut, dann überweisen Sie bitte erstmal die 10.000 Euro, obwohl, ja, fangen wir mal an mit den 10.000 Euro. Die überweisen Sie bitte auf das Konto. Also, okay. Die beste Option für Sie ist es 10.000 Euro auf Ihr Bankkonto. Erstmal, ja, richtig, erstmal. Erstmal. Und später, okay. Das habe ich ja verstanden. Gut. Gut, dann sagen Sie mir bitte, wann kann ich Sie morgen anrufen? Ja, wenn Sie die Überweisung getätigt haben. Okay, dann Moment. Schicken Sie mir einfach den Überweisungsbeleg. Natürlich, natürlich. Okay, ich werde zuerst mit meiner Finanzabteilung reden und ich werde Ihnen einen Bescheid geben. Okay? Gut, alles klar. Dann höre ich morgen von Ihnen. Danke. Alles klar. Danke dann. Entschuldigung für dieses nicht nette Gespräch, aber auf jeden Fall, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen dann schönes Abend noch, schönes Tag und dann Alles bis klar. morgen. Ihnen dann auch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Tschüss. Hallo? Ja, hallo, Herr Segerbürger, hier ist Olivia. Ah ja, okay, gut. Ja, was war denn mit Ihrer Kollegin los? Was ist mit ihr los? Ja, das frage ich Sie, was mit Ihrer Kollegin los war. Sie wollte mir innerhalb von 24 Stunden Nachricht geben. Ich habe noch keine Nachricht bekommen. Meine Kollegin soll diese Nachricht geben. Also, was betrifft diese Nachricht? Wissen Sie gar nicht, was passiert ist in der Zwischenzeit? Also haben Sie mir gesagt, dass Sie also Ihr Handelskonto verifiziert haben und sollten dann also ein Wallet einrichten für die Auszahlung. Nein, nein, ich habe ein Wallet. Also, Ihre Kollegin hat mir gestern zugesagt, dass sie mir erstmal 10.000 Euro auf mein Konto überweist. Und ich warte jetzt auf die Überweisung. Und erst dann werde ich mit meiner weiteren Investition weitermachen. Erst dann. Verstehe, aber haben Sie einen Auszahlungsauftrag gemacht? Dass sie hat gesagt, dass sie mir das überweist. Sie hat alle Daten bekommen. Sie hat mir gesagt, sie muss mir das überweisen. Und darauf warte ich auf den Überweisungsbeleg. Wenn nicht, können Sie das ja machen. Haben Sie also einen Auszahlungsauftrag für 10.000 gemacht? Nein, sie hat es gemacht. Sie, nicht ich. Sie hat Okay, haben Sie. mir gesagt, dass sie mir das Geld auf mein Konto überweist. Haben Sie ihr vielleicht dann Ihre Kryptoadresse geschickt? Nein, weil das geht aufs Konto. Das Konto, von dem ich diese Einzahlung gemacht habe. Das ist leider unmöglich. Zuerst müssen Sie Ihr Geld von Kryptowährung in Euro Nein, das stimmt konvertieren. nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe Euro eingezahlt. Ich habe nichts mit Krypto zu tun gehabt. Ich habe mit seltenen Erden, also mit Rohstoffen gehandelt. Dazu ist kein Krypto nötig. Davon habe ich Sie gestern schon überzeugt. Das ist völliger Blödsinn. Ich arbeite seit Jahren an der Börse. Und wenn man mit Kryptos und wenn man mit Aktien und mit Rohstoffen handelt, dann braucht man kein Kryptokonto. Das ist so. Da kennen Sie sich scheinbar auch nicht aus. Herr Siegebürger, das ist egal, mit welchen Aktiven Sie arbeiten, Nein, weil das auf ist dem nicht verkehrt. Handelskonto der Nein, ganze Betrag ist das dann ist ganze falsch. Betrag in Nein, das Kryptowährung ist und falsch. diese Kryptowährung auszahlen Das zu ist können, müssen Sie falsch. zuerst das in eure Nein, ich habe nicht mit Minuskonto. Kryptos gehandelt. Ich habe mit Fallen Sie Rohstoffen, nicht. ja, wenn Sie doch mal zuhören würden. Ich handle mit Rohstoffen und Aktien. Das ist kein Krypto. Ich habe das Geld in Euro überwiesen. Und da möchte ich das bitte auch in Euro überwiesen bekommen. Wenn Sie sagen, es geht über Krypto, dann ist es eine Lüge. Dann kennen Sie sich nicht aus. Ich arbeite seit Jahren an der Börse. Verstehe. Genau.
Aber auf Ihrem Handelskonto ist das so, dass Nein, alles, das das ist ganze nicht so. Geld ist jetzt in Kryptowährung Das habe konvertiert. ich aber, Anders können Sie das Geld das nicht habe ich, auszahlen. das habe ich aber nicht beauftragt. Das haben Sie gemacht. Dann können Sie das auch wieder rückwärts tauschen. Ich habe das nicht beauftragt. Ich habe in Euro Kann ich überwiesen und leider eingezahlt. nicht. Doch, können Sie. Sie haben es ja auch schließlich umgewandelt in Kryptos. Ich habe das nicht Kann umgewandelt. ich Das waren leider Sie. nicht. Ja, dann sehen Sie zu, dass Sie das hinkriegen. Ich habe keine Kryptos eingezahlt. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ich habe keine Kryptos eingezahlt. Ich habe Euros eingezahlt. Ich habe nicht den Auftrag gegeben, das Geld zu konvertieren in Kryptos. Habe ich nie gesagt. Das haben Sie gemacht, aber das ist nicht mein Fehler. Ich habe Euros eingezahlt und ich möchte Euros zurückhaben. Sie können Euros zurückhaben, wenn Gut, Sie diese gut. Euro beim Kryptocom Nein, konvertieren, wenn das Sie ist Ihren falsch. Das ist falsch. Ich habe Euros eingezahlt. Sie haben die geändert. Dann können Sie das doch mit Kryptocom zurückkonvertieren. Ich habe den Auftrag nicht gegeben, das in Kryptos umzuwandeln. Den Auftrag haben Sie gemacht. Von sich aus. Das ist nicht mein Problem. Das ist Ihr Problem. Konvertieren Sie das zurück bei Kryptocom oder weiß der Geier wo. Und dann überweisen Sie mir die Euro. Ich kann Ihnen die Euro nicht überweisen, Sie haben. weil ich keinen Zugang zu dem Warum Geld Sie. habe. Deswegen müssen Sie. Ja, ich. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe Sie zugehört. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Also, jetzt Ihr Geld ist auf Ihrem Handelskonto. Ich habe keinen Zugang zu Ihrem Geld, also kann ich das selber nicht konvertieren. Sie müssen selber das alles machen, also Sie müssen selber die Auszahlung beantragen. Dann können Sie selber das beim Kryptocom oder Krakenkonto konvertieren. Nein, das stimmt nicht. Ich habe Und das. dann bekommen Sie. Reden Sie fertig. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig geredet haben. Herr Segelburger, wenn Sie das Geld auf Ihr Kryptokonto oder Krankenkonto bekommen, dann können Sie das frei konvertieren in Euro und auf Ihr Bankkonto schicken. Sind Sie jetzt fertig? Ja, können Sie ja sagen. Wer hat dieses Geld in Krypto umgewandelt? Das war eine automatische Konvertierung Gut, beim Eröffnen das Ihres habe. Handelskontos. Nein, ich habe davon nichts gewusst. Das haben Sie gemacht oder Ihre Plattform. Ich habe nichts in Kryptos umgewandelt. Nichts, gar nichts. Ich habe in Euros eingezahlt und ich habe nie zugestimmt, dass mein Geld in Kryptos umgewandelt wird. Das ist Ihr Problem, dann verwandeln Sie das Geld zurück in Euro. Das ist Ihr Problem. Ich habe keinen Auftrag gegeben, meine Euros in Kryptos umzuwandeln. Habe ich keinen Auftrag Fertig? gegeben. Verstehe. Gut. Aber das ist obligatorisch, wenn Sie bei Das ist der nicht mein Börse Problem. handeln. Das ist nicht mein Problem. Das habe ich nicht gewusst, dass mein Geld automatisch in Kryptos umgewandelt wird. Darüber wurde ich nicht informiert. Das ist nicht Teil unserer Vereinbarung. Also, anders können Sie das Geld nicht auszahlen. Sie Also müssen betrügen nur Sie einen mich? Auszahlungs. Also betrügen Sie mich um mein Geld? Nein, ich habe Ihnen Doch. nicht gesagt, dass Sie das Geld nicht bekommen. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie das Geld nicht bekommen. Ich bitte Sie einfach, wie alle, einen Krypto-Wallet einrichten, um dieses Geld zu konvertieren. Gut, Ich wenn sage ich. Ihnen nicht, dass Sie keine Auszahlung für Sie machen. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie dieses Geld nicht bekommen. Ich bitte Sie, wie alle Kunden, einen Krypto-Wallet einrichten, um diese Auszahlung zu ermöglichen. Wenn ich Ihnen jetzt eine Krypto-Wallet sende, kann ich dann meinen Gewinn direkt auszahlen? Ja, also Okay. haben Sie Kryptocom oder Kraken? Nein, nicht. Ich hab ein Binance-Konto. Binance-Konto. Richtig. Das ist eine Nicht Binance. verifizierte Krypto-Wallet. Auf Verstehe. der ganzen Welt gültig. Auf der ganzen Welt ist es gültig. Ich weiß, Gut. Dann können Sie das jetzt an eine Binance Wallet überweisen.
Müssen Sie selber einen Auszahlungsauftrag machen. Gut, dann mache ich das mal selber. So, ich gehe jetzt mal, bleiben Sie dran. Ich logge mich jetzt mal bei meinem Konto ein. So, Augenblick. Zuerst müssen Sie Ihr Binance-Konto öffnen und dort eine Adresse kopieren. Nein, ich muss mein Binance-Konto öffnen und habe eine Wallet-Nummer. Die muss ich da eintragen, von wo das Geld auf meine Wallet übersendet wird. Das ist so. Ja, dann müssen Sie eine Wallet-Adresse haben. Habe ich ja, sage ich ja. Ich habe eine Wallet-Nummer, richtig. Super. Genau. So, wo trage ich die ein? Also, öffnen Sie bitte Ihr Handelskonto. Ja, ich bin gerade dabei. So, wo trage ich die ein? Müssen Sie jetzt Handy oder Laptop? Ich bin am Computer, weder noch. Okay, dann sehen Sie also Dashboard, ja, Ich sehe Auszahlung, Identitätsprüfung oder sehen Sie Markt? Marktübersicht. Okay, dann ganz oben rechts haben Sie ein Menschfigur. Aha, eine Menschfigur, ja. Klicken Sie bitte auf diese Menschfigur, das wird Ihre Startseite. Ja. Und dann? Dann links. Links können Sie sehen, also Identitätsprüfung, Auszahlung. Genau, Ja. Identitätsprüfung haben wir noch hinter uns. Das sehen Sie sicherlich. Also vielen Dank für Ihre Unterlagen. Ja, gut, so. Dann also klicken Sie auf Auszahlung. Richtig. Wo gebe ich dann die Wallet ein? Dann klicken Sie bitte auf Betrag. Ja, gut. Und schreiben Sie den Betrag. Dann klicken Sie auf Bank und wählen Sie also Bitcoin oder Ethereum oder USDT, also welche Adresse hatten Sie? Ah ja, okay. So, dann machen wir das mal. Aber jetzt machen wir dann mal, weil es so viele Probleme gegeben hat, machen wir es doch einmal richtig. So, Bitcoin. So, jetzt die Wallet-Adresse eingeben, okay. Suche ich mir kurz raus. Okay, dann klicken Sie auf Ich suche sie Description oder Beschreibung. gerade kurz raus, sagte ich. So viel Zeit sollte sein. Wie viel Zeit wird diese Transaktion laufen? Bitte was? Also nochmal, was haben Sie gefragt? Ich habe gesagt, Sie sollen sich so drängeln. Ich muss die Wallet erst raussuchen. Müssen Sie zuerst Wallet So, aussuchen. Okay. habe ich. So, Dann warte ich. jetzt gebe ich die Wallet-Adresse ein. So. Okay. Also, es ist der Betrag da. Jetzt, warte, Augenblick. Ich mache da mal, damit mein Betrag. Ich mache da mal. Meine Einzahlung lasse ich weiter drauf. Ich zahle jetzt erstmal nur 18.000 aus. So. Dann haben Sie immer noch weiter Geld zum Handeln. Und jetzt haben wir, ja, in Dollar. Okay, alles klar. Auszahlung anfordern. So. Gut. Und jetzt Haben Sie steht, angefordert? ja, habe ich. Jetzt steht hier ausstehend. Jetzt muss Ihre Finanzabteilung das nur noch genehmigen. Ja, weiß ich. Dann müssen Sie warten einfach. Bitte was? Müssen Sie einfach warten. Ja, wie lange? Ich weiß nicht. Normalerweise geht sowas innerhalb von 10 Minuten und einer Viertelstunde. Das kenne ich schon. Verstehe, aber weiß ich nicht, ob meine Finanzabteilung noch arbeitet. Gewöhnlich Das arbeiten sie nur bis 5 Uhr. hat nichts mit einer Finanzabteilung zu tun. Das geht alles online. Über Binance und ihr Krypto-Konto. Das geht online. Das hat nichts Nein, mit der, doch, das hat nichts mit Sie der haben Finanzabteilung. zuerst einen Auszahlungsauftrag gestellt von der Handelskonto, Gut, deswegen soll das von Finanzabteilung genehmigt sein.
Gut, bis wann ist das genehmigt? Entweder im Laufe von einer Stunde sind wir schon am Montag. Was innerhalb einer Stunde oder am Montag? Eben haben Sie gesagt, Ihre Finanzabteilung arbeitet jetzt gar nicht mehr. Sonst arbeitet Ihre Finanzabteilung um 17:35 Uhr doch. Weiß nicht, vielleicht jemand ist noch da. Ja, dann schauen Sie Ich mal nach, weiß ob nicht. jemand da ist. Dann schauen Sie mal bitte nach, ob jemand da ist. Ich kann jetzt das nicht machen, weil ich beim Gespräch mit Ihnen bin. Ja, Sie haben doch, Sie können mich doch verbinden mit der Finanzabteilung. Das konnten Sie doch schon mal. Okay, probieren wir. Ja, Gebe ich Ihnen also. das erwarte ich ganz einfach. Okay. Dann, also können Sie mich zum Beispiel im Laufe von 20 Minuten sagen, ob Sie also Antwort von meiner Finanzabteilung erhalten haben oder Ja, nicht. Können Sie mich per Mail sagen? Ja, naja, gut, ich habe Sie jetzt am Telefon, weil die letzten Tage waren Sie ja immer sehr sage ich mal, sehr, sehr unfreundlich und rufen nicht zurück oder so, ne? Also Sie hatten mich ja zigmal angerufen und haben mich nicht verstanden oder ich habe Sie nicht verstanden. Ich habe das an der Handynummer gesehen, mit der Sie mich angerufen haben. Also jetzt warte ich einfach, bleiben wir hier am Telefon, bis das genehmigt ist. Sie können sich ja stumm schalten und in der Finanzabteilung Wenn das anrufen. heute nicht genehmigt wird, dann was? Wenn Sie arbeiten nicht mehr. Nee, dann werde ich bei Ihnen nichts investieren. Wenn das Geld nicht bei Wenn mir meine. ankommt, wenn das Geld nicht bei mir ankommt, mein Geld, das ich verdient habe mit den Handlungen, dann werde ich mit meinem Firmenverkauf, mit den 3,5 Millionen und mit den 175.000, die ich schon bei einer anderen Firma eingezahlt habe, bei Ihnen dann nicht mehr weitermachen. Dann werde ich das nicht machen. Das hängt jetzt nur davon ab, ob Sie mir mein Geld auszahlen oder nicht. Erst dann werde ich weitermachen. Hallo? Hallo? Hallo, Hallo? schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Siegelbürger. Ja, wer ist da? Das ist Sophie Müller. Ah Wir ja. haben letzte Woche gesprochen. Okay. Gut, also Frau Bauer ist jetzt nicht da. Also sie hat heute frei. Aber ich habe gesehen, dass Sie haben eine E-Mail geschickt. Ja. Und haben Sie Probleme mit der Abhebung? Ja, die Frage ist, warum wurde meine Auszahlung abgelehnt? Warum bitte? Darf ich fragen, auf welche Daten haben Sie diese Überweisung gemacht? Auf Ihre Bankdaten oder auf Ihre Kryptoadresse? Auf meine Kryptoadresse, das wurde ja auch gesagt. Ich habe es ja beides versucht. Beides hat ja nicht funktioniert. Jetzt die Frage, warum wurde es Ja. abgelehnt? Ich habe schon gesagt, um erfolgreiche Auszahlung zu machen, müssen Sie Kryptocom oder Kraken nutzen. Nein, das stimmt nicht. Das ist gelogen. Aber Das ist jetzt Sie falsch. sehen, es ist einfach. Nein, dann sind Sie offensichtlich, das ist eine Begründung, die nicht funktioniert. Denn ein Binance-Konto funktioniert in der ganzen Welt. Und bei Ihnen funktioniert es nicht. Das heißt, dass Sie mir mein Geld vorenthalten wollen. Herr Siegelbürger, Sie haben schon versucht und es war abgelehnt. Ja, eben, Also, Sie genau. können jetzt sehen, dass es unmöglich ist. Ohne eine stichhaltige Begründung. Sie haben gesagt, ich brauche ein Kryptokonto. Ich habe ein Kryptokonto. Jetzt ist es das falsche Kryptokonto. Nein, das ist Blödsinn, was Sie erzählen. Das ist. Es ist nicht falsches Doch, Kryptokonto, aber weiß ich nicht, vielleicht genau, es es von ist. Ihr Handy. Genau, es ist Können nicht Sie dann ein auf Fall. Es Kryptocom ist. oder andere Adressen Hallo! Geld wieder abheben? Hallo! Es ist nicht falsche Kryptokonto. Nein, sicher Genau das nicht. sagen Sie. Sie sagen es genau richtig. Es ist kein falsches Kryptokonto. Also zahlen Sie bitte aus. Vielleicht haben Sie solche Stellen genau für Ihr Was habe Handelskonto, ich also weiß bitte? ich nicht, aber Sie haben. Vielleicht haben Sie falsche oder andere Einstellungen, also solche Einstellungen auf Ihr Handelskonto und können Sie Ihr Geld
Nur auf Kraken oder auf Kryptobox Nein, habe ich. abheben, auszahlen. Nein, das habe ich nicht eingestellt auf meinem Handelskonto. Warum sagen Sie immer nein, 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 Weil nein? es Sie haben nein, nie nein ist. versucht. Weil es nein, nein, nein ist. Wo kann Sie man haben schon das? versucht Wo? und wir Hallo, können Sie hallo, sehen. hallo. Wo kann man das denn einstellen? Im Einstellungen. Ja, wo genau, bitte? Sie machen es, wenn einrichten Sie Ihr Handelskonto. Vielleicht haben Sie schon mit Ihrer Beraterin solche Einstellungen eingestellt und können Sie nur auf Kraken oder Crypto.com dieses Nein, habe Geld ich nicht schicken. gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Andere Weise unmöglich. Das habe ich nicht Okay, gemacht. aber es ist egal. Haben Sie gemacht oder nein? Also Sie haben schon versucht, ja, und Ihre Transaktionen sind Ja, abgelehnt. ich weiß, ja, genau. Ich Einzige, weiß was auch, Sie tun warum können, auf das. Kraken oder Ja, Sie müssen Crypto.com nicht Geld dauernd da schicken. so weiterlabern. Sie konnten nicht aufs Konto überweisen. Sie konnten nicht auf Krypto überweisen. Das ist sehr suspekt, das Ganze. Weißt Nein, du, wissen wissen Sie, Sie, wir können, andere, aber jetzt. hallo, hallo, ich bin noch nicht fertig. Andere Firmen, die haben sowohl auf das Konto überwiesen, als auch auf die Wallet überwiesen. Nur Ihre Firma macht da Probleme, deswegen befürchte ich, dass Sie gar nicht legal arbeiten. Mein Gott, es ist ganz normal, dass wir Nein, haben das zwei ist. Partner, Crypto.com und Kraken. Und Ja, arbeiten eben. wir nur mit dieser Crypto-Wallet. Ja, Das sind und das ganz heißt normale nicht, das Sachen. ist nicht legal. Nein, weil Sie sind kein Partner von denen. Sie haben. Hallo, warum Hallo! ist es nicht legal? Wir Hallo! haben zwei Partner. Sie sind doch kein Partner von den Firmen. Sie handeln nur mit Kryptos. Und Sie weigern sich auf Krypto auszuzahlen. Jedes Trading-Unternehmen kann auf jedes Krypto auszahlen. Nur Nein. doch, nur Ihre Firma nicht. Nein. Doch, ist Nein. so. Doch, Nein. Sie können doch tausendmal Nein sagen. Es ist so. Herr Siegelbürger, Ja, genau. Sie können schreien, Sie können streiten, aber auf jeden Fall können Sie Geld abheben jederzeit, aber Nein, nur kann ich auf nicht. Crypto.com und Nein, kann nur ich auf nicht. Kraken. Können Sie? Das sagt mir ganz klar, dass Sie ein Betrüger sind. Ach, mein Gott, warum? Ja, Warum? das sage ich. Crypto.com und Kraken, das sind nicht unsere Crypto-Wallets, ja? Sie können das selbst installieren und Nein, normal ich nutzen. habe ein Kryptokonto. Und Sie Warum können. sagen Sie immer Warum nein? unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? Wo liegt das Problem? Das kann ich Ihnen sagen, dass Sie ein Betrüger sind. Das ist das Problem. Warum sagen Sie so? Das habe ich Also, Ihnen gerade erzählt. was ist passiert? Das, Ja, was ist äh, passiert? Können passiert. Sie mir bitte Soll, erklären? ja, kann Wir ich. Kann, arbeiten mit zwei Crypto-Wallets, Kraken Hallo! und Crypto.com. Können Sie nur diese Crypto-Wallet nutzen? Und schreien Sie bitte nicht, okay? Ja, Sie haben mich gefragt, was Wenn ist Sie weiter passiert. mit uns arbeiten und Ihr Geld abheben, müssen Sie normal reden. Okay, dann erstellen wir ein Krakenkonto. Kein Problem, da machen wir das. Ich wette, dass Sie auch dann nicht Super. auszahlen können. Werden Sie sehen, dass werden Sie Ihr Geld abheben, werden Sie es auszahlen, wann Sie möchten. Können Sie mit uns machen, können Sie es selbst machen. Werden Sie kein Problem mit Transaktionen haben, keine Rückzahlungen Gut. oder Sperrungen und so weiter. Es funktioniert wunderbar. Gut, dann machen wir ein Krakenkonto. Ich schreibe Ihnen per E-Mail, wenn das Konto eingerichtet ist. Wenn möchten Sie, wir können zusammen das machen oder können Sie mit Frau Bauer es einrichten? Nein, das kann ich selber. Ein Krakenkonto, dazu brauche ich ja kein. Mein Binance-Konto, da brauchte ich ja auch keine Hilfe dafür. Wie Sie wünschen. Genau. Danke Ihnen dann. Ich Auf setze. Wiederhören. Das wird in der nächsten Stunde passieren. Gar kein Problem. Ich werde mich Kein Problem. dann Okay. per Mail bei Ihnen melden. Super. Ich warte. Okay, sehr gut. Auf Wiederhören. Ja, das werden wir sehen, ja. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Herr Siegelbürger, hören Sie mich? Ja, besser? Super, das ist Sophie Müller. Ach so, ja. Ja, Sie haben per E-Mail geschrieben, dass Sie haben schon Kraken geöffnet, richtig? Ja, ich habe eine Wallet bei Kraken, das haben Sie doch gesagt. Ich brauche einen für eine Auszahlung, brauche ich eine Kraken-Wallet. Die habe ich. Gut.
Wie geht's jetzt Und weiter? wie war es? Also hat alles geklappt, alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Wie geht's denn jetzt Super. Also weiter? ich glaube, jetzt können Sie mir bitte sagen, was möchten Sie weitermachen? Möchten Sie Geld auszahlen? Ja, das wollte ich eigentlich vor. Weil ich habe jetzt, ich kann Ihnen mal ein bisschen was erklären. Die andere Firma, mit der ich, das hatte ich Ihnen ja erzählt, da hatte ich investiert, die haben ausgezahlt, aber dann hat leider der Berater gewechselt, der ist von der Firma weggegangen und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte nur mit diesem Berater zusammenarbeiten und dahergehend werde ich bei der neuen, bei der Firma mit dem neuen Berater nicht mehr investieren. Das heißt, es sind momentan liegen ja 175.000 Euro rum, die ich investieren wollte. Und jetzt liegt es an Ihnen. 100 €? 175.000 Euro. Aha, Hatte ich Ihnen doch erzählt oder haben Sie das vergessen? Nein, nein, habe ich nicht vergessen, aber Sie haben gesagt, das warten Sie noch auf dieses Geld. Ja, das ist ja schon eine Weile her. Also das ist ja schon lange hier. Das liegt hier und ist bereit, investiert zu werden. Okay, verstanden. Also jetzt wollen Sie schon in Ihre erste Firma nicht investieren, möchten Sie nur mit uns arbeiten. Ja, je nachdem, ob der Geldfluss jetzt auch in meine Richtung funktioniert. Bis jetzt hat es ja nie funktioniert. Gut. Können Sie mir bitte noch einmal sagen, welche Summe möchten Sie auszahlen? Ja, ich denke mal, fangen wir doch erstmal an mit meinen Einlagen. Die Gewinne lassen wir jetzt erstmal liegen. Meine Einlagen waren 2.800 Euro. Zum Test. 2.800 € möchten Sie auszahlen. Richtig. Sehr gut. Aber so, ja, wir werden es bei Kraken machen, kein Problem. Ja, wie geht das denn nun? Wie Aber, machen Sie das denn nun? Sie brauchen also meine nein, Walletnummer. nein, 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 Sie müssen es selbst machen, ja, selber auf Handelskonto anmelden und Anfrage stellen, denn ich habe keinen Zugang, ich habe keine Transaktion tätigen. Ja, aber ich sehe, ich habe nochmal versucht, das wurde sofort abgelehnt. Also, jetzt gehen wir auf die Auszahlung. Ich bin jetzt drauf. So, wo kann ich jetzt die Auszahlung, wo muss ich was eintragen? Müssen Sie oben rechts drei Linien sehen? Oben rechts drei Linien. Ich Ja, bin oder jetzt, auf welche? ich bin jetzt auf meinem Handelskonto in der Auszahlungsseite. Die Aha, sind Auszahlung. Sie schon bei der Auszahlung? Ja. Okay. Dann, wo steht Betrag? Müssen Sie Summe eingeben, die Sie auszahlen möchten? Ja. Unten, wo steht, vielleicht hier sehen Sie Bank und Da müssen Sie wählen, hallo, Geld hallo, oder... hallo. Ich möchte gerne 2.800 Euro auszahlen und nicht 2.800 Dollar. Wo kann ich das ändern? Da steht Dollar. 2.800 €. Euro, nicht Dollar. Da steht ja jetzt ein Dollarzeichen. Müssen Sie oben links klicken, nur einmal auf diese drei Pfeilen. Auf welche drei Pfeile? Oben links. Drei Linien, Entschuldigung. Oben links, ganz oben müssen Sie drei Linien sehen. Gelbe Linien. Nee, sehe ich nicht. Ich sehe keine gelben Linien. Also nach links, wo haben Sie die Auszahlung gesehen? Ja, und da sind keine gelben Sehen Sie Linien. die aus? Okay, denn Sie haben schon alles geöffnet vielleicht. Sie nutzen Computer, ja, nicht Handy. Ja, ich sitze am Computer. Okay. Moment. Ich gehe mal in die Plattform-Einstellungen. Nee, das ist nicht. Klicken Sie bitte auf Plattformeinstellungen. Ja, bin ich. Und Sie Dashboard-Währungen. können Ah, sehen, okay. ja. Okay, so. Dann gehen wir jetzt wieder auf die Auszahlung. Da steht immer noch Dollar. Ich habe jetzt bei Plattform-Einstellungen auf Euro geklickt. Also es ist Euro und es ist Deutsch angewählt. Ja, aber es ist unmöglich. Können Sie nur Dollar auszahlen?
Also, Moment, ich prüfe schon, wie viel es ist im Dollar und werden Sie einfach größere Summe einfügen. Aber auf jeden Fall auf Ihre Krypto-Wallet, Sie können Kryptowährung in Dollar konvertieren. Es ist egal. Ja gut, aber ich möchte ja in Euro im Endeffekt 2.800 Euro haben für den Test. Okay, Moment, ich prüfe schon. 2.800 €, es ist 3.100,15 €. Ich kann schicken diese Summe, Moment. Ah, ich kann es ja selber überprüfen. Augenblick ist kein Problem. Die Zeit haben wir doch. So. Das finden wir doch. So. Kurs ist 0,90. So, ich mach's Bei gerade so. mir so steht. So. 2.800. Das sind 3.115,25 €. Genau. Okay, so, dann gehen wir mal wieder hier rein. So. Einfügen. So, jetzt steht die Summe da und weiter. Unten müssen Sie wählen, möchten Sie in Bitcoin oder in Ethereum diese Auszahlung erhalten. Wo steht das? Also unten Betrag sehen Sie was Bank? Nee, und da steht dann Bankkontoverbindung. Aber das ist ja kein, ich brauche ja keine Klicken Bank. Ich brauche ja. Sie bitte drauf. Auf was denn? Name des Auf Bank. Kontoinhabers? Auf Bank. Okay. Okay, gut. So, in was wollen Sie das hier jetzt auszahlen, damit es auch diesmal wirklich klappt? Also, Sie können dort sehen, Bitcoin, Ethereum oder USDT, ja? Ja, was können Sie auszahlen, was diesmal auch wirklich klappt? Bis jetzt hat es ja nie geklappt. Binance hat nicht über Bitcoin geklappt. Jetzt habe ich extra Kraken gemacht. Mit was wollen Sie auszahlen? Ethereum oder Bitcoin? Es ist egal, wir können auch im USDT schicken, es ist wie Sie wünschen. Sie können wählen, welcher Kurs, ja, welche Adresse haben Sie jetzt? Ethereum oder Bitcoin auf Ihrem Habe ich Kryptokonto? beide. Gut, so, Dann, dann wie Sie wünschen. gut, dann nehmen wir mal die. So. Hopp, 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 hopp. Woher suchen wir es mal? Die BTC-Geschichte. So. Bitcoin-Wallet-Adresse einfügen und dann Auszahlung anfordern. Genau. So ist ausstehend. Ich habe mir von Kraken gesagt, dass das sehr schnell geht bei Kraken. Ja, können Sie Zeit zu Zeit Kraken prüfen. Also auf jeden Fall, wenn erhalten Sie Das Deposit ist. auf Ihr Krakenkonto, erhalten Sie SMS, erhalten Sie E-Mail von Kraken. Ja, nee, normalerweise geht das innerhalb von einer Viertelstunde. Bis jetzt wurden Ja. zweimal Auszahlungen abgelehnt, obwohl ich all das gemacht habe, was Sie gesagt haben. Also jetzt steht hier Jetzt auch ausstehend. abgelehnt? Nein, es steht ausstehend. Sie können es ja jetzt direkt selber bei der Finanzabteilung rufen Sie da an und Sie sollen das jetzt mal annehmen. Ich bleibe am Telefon. Okay, ja, ich kann nicht so klicken und annehmen und unsere Finanzabteilung auch, es läuft automatisch, ja? Wir können Transaktionen nicht stornieren oder freigeben. Ja, aber Ihre Finanzabteilung kann das doch. Nein, nein, es läuft automatisch durch das System Blockchain. Ach, die Ja, wenn haben Blockchain. Sie alles richtig, ja, wenn haben Sie alles richtig eingegeben, dann warten Sie wieder auf eine Freigebung von Blockchain. Also, wie Sie schon gesagt haben, dauert es ungefähr 30 Minuten. Prüfen Sie bitte Ihr Kryptokom in Ihr Kraken in 30 Minuten. Ja gut, ich prüfe das dann hier. Ich sehe das ja dann, wenn es hier freigegeben wurde. Dann rufen Sie mich bitte Okay. an, sobald das freigegeben wurde. Okay, Herr Dann Siegelböger, erwarte prima. ich heute noch einen Anruf von Ihnen. Okay, kein Thema. Alles klar. Dann schönen Tag noch, also bis später. Alles klar, bis später.
Hallo? Hallo, Herr Segelbürger, hier ist Olivia. Ja. Haben Sie heute mit meiner Kollegin Frau Müller kontaktiert? Ja, richtig. Super. Also, hat sie Ihnen geholfen, hoffe ich. Ja, das hoffe ich auch. Noch ist nichts angekommen, ja. Was soll einkommen? Ja, die Haben Sie eine Auszahlung. Auszahlung gemacht? Ja. Aha. Noch ist nichts angekommen. Verstehe. Haben Sie das auf Ihr Krankenkonto gemacht? Richtig. Ich hoffe, haben Sie alles richtig eingegeben? Natürlich. Nach Anleitung, ganz Okay. genau nach Anleitung. Aha, also hat sie Ihnen geholfen. Ja, schon, aber wie gesagt, sie sagte, dass das Geld in maximal 30 Minuten ankommt, aber noch ist nichts angekommen. Vielleicht gibt es Probleme bei der Konvertierung oder sowas. Ich weiß nicht. Wieso? Nee, da gibt es Nein. keine Probleme. Ich kann nur ich habe in Bitcoin ausgezahlen lassen. Erstmal nur die Einlage, dass ich die erstmal wieder habe. Aber da ist noch nichts angekommen. Aha. Ja, genau. Okay. Also dann müssen Sie mich sagen, also auf Ihrem Handelskonto prüfen, ob das abgebucht ist. Ja, bis jetzt noch nicht. Ich rufe es gerade noch mal auf. Moment. Ich rufe es noch mal auf. Augenblick. So, zack. Dann logge ich mich ein. Nee, noch ist nichts abgebucht. Vielleicht also liegt das Problem an Ihrem Krankenkonto. Also Nein, haben das Sie das liegt. richtig? Ja, das habe ich richtig. Sind Sie sicher? Ja, bin ich sicher. Genau, ich habe es genau Also. so gemacht, wie die Kollegin das gesagt hat. Verstehe. Oh, ich sehe es gerade. Vielleicht. Die Auszahlung ist abgelehnt. Warum ist die abgelehnt? Wie ich wie gesagt habe, vielleicht wegen falscher Einstellung im Nein, eigenen Krankenkonto. das Konto ist richtig. Das ist sehr richtig. Ich habe es mit Kranken besprochen. Das ist alles richtig eingestellt. Also, Sie haben in Support geschrieben. Ich habe mit denen sogar gesprochen. Man kann mit Kranken sogar sprechen. Also haben Sie mit Support kontaktiert? Ich habe mit denen gesprochen, sagte ich gerade. Verstehe. Und Dann haben sagen Sie Sie mir auch eine jetzt. Referenz? Sagen Sie mir bitte jetzt genau, warum es abgelehnt wurde. Fragen Sie das bei der Wenn Sie nach. Finanzabteilung nach. Fragen Sie das nach. Das möchte ich jetzt wissen. Okay, dann werde ich gleich nachfragen. Moment. Ja, ich bleibe dran. Bei falschen Einstellungen zu Nein, ist es Kranken. nicht. Nein, das ist nicht. Das ist falsch. Meine Einstellungen sind richtig. Das Problem liegt bei Ihrer Seite, nicht bei meiner Seite. Sagen Sie bitte, haben Sie auch eine Referenzüberweisung von auf Ihr Krankenkonto gemacht, also ein paar Euro von Ihrem Das Bankkonto? funktioniert alles hervorragend, ja? Haben Sie das gemacht? Ein völlig verifiziertes Konto bei Kraken. Ja, verifiziertes Konto. Aber um das Ja. Geld auszahlen zu können, müssen Sie zuerst ein paar Euro auf Ihr Krankenkonto Nein, senden. das ist alles schon Ja. passiert. Das ist alles schon passiert. Nein, müssen Sie das machen. Also, Das habe ich wenn Sie das gemacht. Das nicht. ist alles schon passiert. Hören Sie schlecht? Nein. Also sehen Sie, Ach, vielleicht gibt Sie finden es. das Also. lustig? Sie finden das lustig, dass Sie mich um mein Geld bescheißen? Nein, Herr Segelbürger, ich finde das nicht lustig. Ich Warum haben Sie möchte dann Ihnen einfach gelacht? sagen, dass das. Warum haben Sie dann gelacht? Lache ich nicht, werde ich bald weinen. Ja, Und zwar das sehr höre ich heftig. richtig, wie Sie weinen. Herr Segelbürger, liegt das Problem auf Ihrem Nein, Krankenkonto? liegt es nicht. Das Problem Ein liegt an, Problem das liegt. Problem liegt bei Ihnen. Sie überweisen mir Herr. mein Geld nicht.
Ich kann Ihnen das Geld nicht überweisen. Alle Transaktionen müssen Sie selber machen. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht, es wurde abgelehnt. Es wurde abgelehnt von Ihrer Seite. Vielleicht bei der Einstellung von Kraken ist etwas Wie falsch. oft soll ich es noch wiederholen? Die Einstellungen sind alle richtig. Sie wollen mir mein Geld nicht auszahlen. Das ist der Fakt. Sie haben etwas falsch dort gemacht. Nein, Können habe wir ich das nicht. prüfen? Was Können wir das zusammenprüfen? habe ich denn falsch gemacht? Müssen wir das zusammenprüfen? Was haben Sie Ja, falsch wie denn? gemacht? Und Ja, wie wie? denn? Wie denn? Also, um Ihnen dabei helfen zu können mit dem Kraken, muss Ihr Bildschirm sehen. Ach, jetzt kommen Sie mit Anydesk. Nee, Anydesk mache ich Nicht nicht. unbedingt. Nicht unbedingt. Ja, Haben Sie über Bildschirm Anydesk teilen. schon mal gehört? Ja, natürlich, Haben das Sie. nützen nur Betrüger. Warum? Ja, warum das so Ich ist? nutze das, um meiner Oma mit Facebook zu helfen. Ich bin Betrüger dann. Nee, aber wenn es um Geld geht, nutzen nur Betrüger Anydesk. Sie sind also auch ein Betrüger? Also müssen Sie entweder Anydesk installieren oder Bildschirm teilen, anders geht nicht. Ja, ich weiß, das sagt mir, dass Sie ein Betrüger sind. Das sagt mir, dass Sie ein Betrüger sind. Sie wollen mein Geld nicht auszahlen. Richtig. Das weiß ich. Herr Siegelbürger, müssen wir einfach prüfen, was auf Ihrem Krankenkonto ist? Ja, eben, das hat. Ich bitte Sie um Ihre persönlichen Daten nicht. Ich bitte Sie, keine Passwörter nicht mehr zu teilen oder sowas. Ja, Sie Ich muss wollen aber einfach mein. prüfen, was Sie. auf Ihrem. Ja, okay, dann machen wir Anydesk, machen wir das so, dass Sie mir Ihre Anydesk-Nummer geben. Dann zeigen Sie mir, dass Sie alles richtig gemacht haben. Herr Siegelbürger, Ja? ich habe das nicht gemacht. Nee, aber Sie, Ihre Ich Abteilung. habe Ihre Auszahlung nicht abgelehnt. Das wurde Ja, wer? automatisch Ja, abgelehnt. von wem denn? Die Menschen machen das nicht. Von wem denn? Wer hat es abgelehnt? Von dem künstlichen Intelligenz. Ach, Alle die Ihre künstliche Bewegungen. Intelligenz. Ach ja, natürlich, klar. Die künstliche Intelligenz hat festgestellt, dass mein Konto falsch eingestellt ist. Mein Gott, sind Sie ein. Ach, doch, ich schreie Sie inzwischen an. Sie sind ein Betrüger, das weiß ich. Das wusste ich vom ersten Augenblick an. Das Ah, wusste ich dann vom. warum haben Sie mich registriert? Ja, um Betrüger wie dich lächerlich zu machen auf YouTube. Du hast schön viel Zeit mit mir vergeudet. Vor allem das Schöne ist, Sie haben ein Konto eingerichtet und haben gehandelt, obwohl ich nie einen Cent eingezahlt habe. Sie haben gar keinen Zugriff auf Ihr Konto von Facing Finance. Das ist ein Verein. Sie haben gar keinen Zugriff auf dieses Konto. Und Sie haben diese Summe, die ich dann angeblich überwiesen habe, auf mein Trading-Konto eingerichtet. Sie konnten es nicht in Euro überweisen, Sie konnten es nicht in Bitcoin überweisen, über Binance, Sie konnten es nicht über Kraken überweisen. Sie sind ein Betrüger. Sie sagen doch Ihre Firma, ja? Wo ist Ihre Firma denn reguliert? Hallo, ich bin noch nicht fertig. Wo ist für Ihre Firma denn reguliert? Hallo? Wo ist der Sitz Ihrer Firma? Wo sie, ja, wo, meine Frage. Wo ist der Sitz Ihrer Firma? Also haben Sie Ihre erste Hallo? Investition, Ihre Hallo? Einstellung Hallo? Ich habe eine freigelegt. Frage gestellt. Jetzt wird nur noch Ich habe auch geantwortet. eine Frage. Ja, Sie aber erst selber, habe ich ich die bitte Frage Sie gestellt. nicht Erst habe fragen. ich die Frage gestellt. Sie schreien doch auch. Also jetzt ganz leise. Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Sie sagten, Sie sind aus Deutschland. Richtig? Frage, wo ist Nein, Ihre Einstellung? eine Antwort. Nein, Wo? müssen Sie nicht beantworten. Ja, muss ich nicht beantworten, weil ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Deine Firma soll in Deutschland sitzen. Du rufst mit deutschen Nummern an. Wo bist du reguliert als deutsche Firma? Herr Siegelbürger, ich Beantworten, frage, erst wo ist beantworten. Ihre Einstellung? Du kannst fragen, bist du schwarz wirst. Ich will erst deine Antwort haben. Dann werde ich vielleicht beantworten. Wo ist deine Ach, Firma das so. reguliert? Wo ist deine Firma reguliert in Deutschland? Sagen Sie mir bitte, Erstmal die haben Antwort. Sie Ihre Erstmal die erste Antwort. Einzahlung nicht gemacht? Erstmal die Antwort. Nein.
Nein, Nein. nein, ich lach dich aus, du dummer Betrügerin. Ich hab dir viel Zeit gekostet. Ich wusste von Anfang an, dass du ein Betrüger bist. Du wirst diese ganzen Videos, die ich mit dir gemacht habe, auf YouTube, hören. Du bist eine Betrügerin und noch dazu eine ganz schlechte Betrügerin. Ja, das bist du. Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Du hast dich die ganze Zeit verarschen lassen von mir. Du hast keine Regulation. Du bist nicht irgendwo in Deutschland. Du bist irgendwo in Russland oder so. Ist alles bekannt. Sag doch, wo bist du denn in Deutschland? Wo sitzt du denn? Wo ist der Hauptsitz? Sag doch. Ja, husten. Husten hilft nicht. Sagen. Wo ist der Sitz deiner Firma? Los. Erzähl. Na, was los? Fehlen dir die Worte, dumme Betrügerin? Bist du dumm? Bist du dumm? Ich habe dir so viel Zeit gestanden. Über 3 Stunden allein Videomaterial, nur von deiner komischen Firma. Bist du lächerlich? Bist du lächerlich? In der Zeit, in der du mit mir Kontakt hattest, konntest du niemand anders betrügen. Und das ist genau mein Ziel. Ich habe viele, viele Leute davor gewarnt, bei ihrer Firma, bei deiner Firma einzuzahlen. Du hast keine Firma, du bist ein ganz schlechter Betrüger. Du könntest ja jetzt sagen, wo du reguliert bist in Deutschland. Aber willst du nicht, weil du hast keine Regulierung. Wo sitzt denn deine Firma? Sag doch, sag doch. Nun sag doch, ich warte auf eine Antwort. Wo bist du in Deutschland? Also sind Sie verrückt oder was? Warum schreien Sie immer? Ich kann es auch ganz leise sagen. Wo sitzt deine Firma in Deutschland? Wieder? Also sind Sie ernst Bitte oder was? was? Ich möchte gerne wissen. Antworte bitte auf die Frage. Wo ist dein Firmensitz in Deutschland? Warum soll ich etwas antworten, eine persönliche Information geben, Das wenn Sie mir sagen, dass ich hier bei YouTube bin? ist keine persönliche Information. Das ist eine Das ist Firmeninformation. persönliche Alter, Information. ich Und lach fremde dich aus, du bist ja so dumm. Leute, darf ich das nicht sagen? Fremde Leute darf ich Da nicht sagen, wo Sie ich reguliert bin. Alter, bist du dumm? Sicherheitskunde Bist du in dumm? Du. unserem Unternehmen sind, darf ich solche Informationen hier nicht Solche sagen, weil Sie Informationen? nicht ein Kunde von unserem Unternehmen sind. Bist du ein dummer Betrüger? Ich hatte schon 100-fach mit dummen Betrügern wie dir zu tun. Und immer höre ich dieselben Ausreden. Du bist ein dummer Betrüger, du bleibst ein dummer Betrüger. Du könntest jetzt das Gegenteil beweisen. Wo ist dein Sitz deiner Firma? Wo bist du reguliert? Beweis es doch, dass du eine illegale Firma bist. Nein, willst du ja nicht, weil du kennst mich ja nicht. Genau. Private Informationen von einer Firma. Eine Firma hat keine private Informationen. Aber Sie sind nicht unser Kunde. Ach nee, auf einmal bin ich nicht mehr der Kunde. Warum hast du dann so viel für mich gehandelt? Obwohl ich kein Kunde bin? Also, sehen Sie, wenn Sie ich nicht auf. normal reden können. Ich lach dich aus, weil du so ein schlechter Betrüger bist. Du könntest ja ehrlich sein und es zugeben, aber du tust es ja nicht. Ich kann es doch mal ganz leise fragen. Normal reden können, dann werde ich mit Ihnen auch normal nicht reden. Ja, dann rede doch nicht, dann Dann leg doch auf, dumme Betrügerin. Ist doch kein Problem. Ich habe alle Sie sind Informationen, die nicht ich brauche. unser Kunde. Ach, Müssen Sie verstehen, wenn Sie Ihre erste auf Einzahlung nicht einmal bin gemacht ich nicht der haben, Kunde, wenn für das. den Sie so viel gehandelt haben. Sie handeln mit meinem Konto, mit meinem Geld und ich bin nicht Ihr Kunde. Natürlich, natürlich. Völlig logisch, ne? Mann Gott, sind Sie albern. Ist ja peinlich. Ist es eigentlich irgendwie in Ihrem Job von Vorteil, zerebral entkernt zu sein? Was sagen Sie dazu? Verstehen Sie nicht, ne? Sie leben in Deutschland angeblich, haben eine deutsche Firma und verstehen nicht mal das Wort. Ach, jetzt hat sie aufgegeben. Ihr habt es gehört. Auf einmal bin ich nicht mal mehr deren Kunde. Das ist ja an Absurdität kaum zu überbieten. Nach diesem letzten Telefonat riefen die mich nach 2 Wochen nochmal an. Diesen Anruf hört ihr nun. Hallo? Hallo, schönen Tag. Guten Tag. Hören Sie mir gut? Ich höre Sie, ja.
Wunderbar. Mein Name ist Eduard Meister. Ich spreche jetzt mit Herrn Stefan Siegelberger, ja? Siegelberger, ja. Ja, entschuldige mich. Wie ist Ihr Name, bitte? No, wir werden mit zusammengearbeitet mit unserer Analystin, hallo. Mit, Firma hallo. Investment hallo. Group, ja. Hallo, wie ist Ihr Name, bitte? Eduard Meister, mein Name. Herr Meister, ja. Wunderbar. So. Sie haben mit zusammengearbeitet mit Olivia Bauer, das ist Ihre Analystin, richtig? Richtig, ja. Wunderbar. Was haben Sie nicht geklappt? Sagen Sie mir bitte mit Frau Olivia. Wie, was? Sind Sie von derselben Firma? Investment Group. Sie haben Anlagekonto. Ja, richtig. Okay. Sind was Sie hat von bei der, Ihnen nicht geklappt? Sind Sie von derselben Gruppe? Sind Sie von derselben Firma? Investment Group. Sie haben Anlagekonto in diese Firma. Was hat bei Ihnen nicht geklappt mit Frau Olivia Bauer? Ja, kann ich Ihnen genau sagen. Frau Olivia Bauer ist eine Betrügerin. Betrüger? Warum? Ja, gut. Dann können Sie mir, Sie sagen ja, Sie sind kein Betrüger, richtig? Richtig. Gut, okay. Dann sagen Sie mir bitte mal, wo ist Ihre... Diese Firma registriert in BaFin und Firma... Okay, gut, okay. Okay, hallo, hallo, ja. Hallo. Hallo. Hallo, hallo? Ja, jetzt darf ich auch mal reden. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, genau. Nennen Sie mich meinetwegen auch oh mein Gott, das ist mir egal. Sie sind registriert bei der BaFin, richtig? Okay. Sind Sie in Ordnung, ja? Ja, ich bin sehr in Ordnung. Sie haben krank? Oder was? Sie haben krank? Sie haben krank, weil krank? Sie seien Betrüger? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, ich weiß, ich bin dran, richtig. Sie sind in Ordnung. Ja, aber Sie sind nicht Herr in Ordnung. Steffen. Wollen Sie jetzt meine Frage beantworten oder nicht? Okay, sagen Sie mir bitte. Wollen Sie meine Frage beantworten? No. Nein, dann sind Sie auch Ihre ein Betrüger. Geld auszahlen oder nein? Ja, wie denn? Nein, Bei Betrüger? Ja oder nein? Antworten bitte. Ja, Sie haben doch auch nicht geantwortet. Wollen Sie meine Frage beantworten? Herr Chibi, das habe ich schon gesagt gerade. Ja oder nein? Ja, antworten wollen bitte. Sie mal... Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Wollen Sie diese Frage beantworten? Ja oder nein? Na, kleiner Betrüger, kommst du schon nicht weiter? Du bist ein kleiner, dummer Betrüger, das ist alles. Du bist. Na, da sind Sie auf YouTube, ja? Natürlich. YouTube. Natürlich. Wunderbar. Hallo. Super. Ja, genau. Hallo. Sag doch mal, grüß doch mal die Zuschauer. Grüß doch mal alle YouTube-Zuschauer. Ich wünsche Ihnen die Pest an den Hals. Das wünsche ich Ihnen, die Pest an den Hals. Mögen Sie möglichst. Keine Geld, keine Erfahrung. Wunderbar. Doch, jede Menge Geld. Ja, ciao. Tschüss, Betrüger. Du musst doch auflegen. Nach diesem letzten Anruf habe ich dann mal diesen Verein angerufen, dessen Kontonummer genutzt wurde. Man teilte mir telefonisch mit, dass man Überweisungen erhalten hätte und diese nicht als normale Spende erkannt hätte. Daraufhin hätte man Anzeige erstattet und hätte die Gelder zurücküberwiesen. Ich bot dann an, ein Interview zu machen, um die Reputation des Vereins in der Öffentlichkeit zu verbessern und die Sicht des Vereins auf die Betrugsversuche dieser kriminellen Straftäter zu schildern. Nach einigen E-Mails wurde dann das Interview offensichtlich vom Vorstand des Vereins abgelehnt. Die mir gegenüber gemachten Aussagen kann ich nicht unabhängig überprüfen und daher nicht belegen. Auf der Webseite des Vereins wird gerne mit Publikationen und Berichten über den Verein geworben, daher kann ich nicht nachvollziehen, warum man nach einer ungewollten Verwicklung des Vereinskontos in einem versuchten Betrug keine Intention hegt, um die Geschehnisse zu schildern und ihre Sicht der Dinge darzustellen. Ich erlaube mir daher kein Urteil über diesen Verein und überlasse das lieber jedem einzelnen Zuhörer.
Das war nun also mein kleines Abenteuer mit dieser Betrügerfirma. Danke, dass ihr euch diese längeren Aufnahmen angehört habt. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt und wie es euch gefallen hat. Das war's also für heute. Am Mittwoch kommt ein neues Video. Bis dahin bleibt mir wohlgesonnen und lasst euch bitte nicht abzocken. Tschüss, euer Callcenter-Crasher.